Hier haben wir das Nummernstellpult. Das ist auch sehr hilfreich für große Bahnhöfe. Der ist jetzt bei 234, 200 ist er, glaube ich, jetzt da oben eingestellt. 200, dann geht er auf, den brauche ich immer nicht hier. Wo ist der andere jetzt wieder hin? Da? Nee. Da. Zu viel Sachen hier. Da. Den wollte ich haben. 2, 3, 4 auf EENW 004. 004, 004, 004. Wo ist 004? EENW. 004, das könnte der sein hier. 404. Ja, dann stellen wir mal hier rauf 200 auf 404. Müsste, glaube ich, richtig sein. Fahrtrichtung ist hier mit Löschung und hier. Das macht er natürlich nicht, weil es Nebengleis ist anscheinend. Oder, warte mal, dann, ja, 404 müssen wir da hinsetzen. Und jetzt stellt er hier um. Dieses ist wahrscheinlich ist nur für Hauptstrecken und nicht für Rangierfahrten wie hier. Da muss ich mir auch einfuchsen. Der Zug ist jetzt hier, in dem Bereich. Der fährt gleich hier rüber, in die 202 rein. So, wo ist der nächste Zug? Gleissperrung. Ach, wie viele Dinger mal offen hier. So, der andere ist noch nicht im Bereich drin. 4.03 Uhr, das dauert noch 3 Minuten. Gleich taucht er hier auf, der Zug, auf der 200. Fahren auf Sicht wegen Rangierfahrt, da ist er jetzt. Und fährt dann hier runter. Und dann wüsste ich nicht weiter, wo der hinfährt. Ich denke mal, der fährt weiter, muss ich hier... Essen West, Gleis 4. Essen West, Gleis 4, na toll, wo ist Gleis 4? Hätte ich ihn hier denken müssen? Nee, ne? Das 5, 4. Das ist doch kein Fernzug. Naja, werden wir gleich sehen, was hier gleich steht. Eigentlich hätte ich da halten müssen wahrscheinlich, ne? Ja, wie gesagt, ich bin hier noch nicht durchgestiegen. Das ist ziemlich viel Weichen, ziemlich viel beachten muss man. Essen Nordwest, ja, EENW, ja, Essen Nordwest, okay, 004. Ich hätte, glaube ich, hier hinschicken müssen dann. Jetzt fährt er auf den Gleis rauf. Mal gucken, was gleich passiert. Ob er sich meldet, ob er weiterfahren möchte oder wie auch immer. 73211. 73211. Können wir noch was gucken hier, auf einem Stopp wieder, oder? Doch nicht. Grafischer Fahrplan, kann man hier reingehen. Hier sieht man dann den grafischen Fahrplan, wo man hier, das sind irgendwie hier die Züge, wie lange er hält am Bahnsteig, oder nee, das war der Haltepunkt, dann fährt er weiter, und dann verlässt er den Bahnhof über Emry nachher. Das ist sehr, sehr umfangreich, wenn man sich richtig eingestiegen ist. Ich bin in anderen Stellwerk schon besser drin als in dem hier, weil ich das hier einfach zu viel hin und her gewimmelt ist. Wimmelbild sozusagen. Dann kann man hier irgendwie noch hier anklicken nochmal, dann sieht man hier genau, wie der fährt dann. 4.07 Uhr, um 4.09 Uhr soll er da hinten sein irgendwie, oder Abfahrt. Hier sieht man es normal, da fährt er so rüber, die 110, und dann fährt er hier um weiter und dann geht es hier über Dings hier. Dann kann man hier noch die Zeiten gucken, wann es was war. Um 11 Uhr, um 12 Uhr, um 16 Uhr und sowas. Sehr umfangreich das Spiel, wie man sieht. So, wo ist denn der Typ jetzt? Der ist jetzt da, der auf grün geschaltet. Der fährt jetzt dahin. Fahren auf Sicht, ja. Nächster Halt. Gar nicht. Okay. Ziel EDG.
EDG, er müsste irgendwie hinten sein. Also muss ich jetzt ein bisschen, habe ich mal rausgeschrieben, aber den Zettel habe ich inzwischen weggeworfen, weil es die ganzen Abkürzungen sind. EDG, das ist was, glaube ich, nicht. Aufnahme ist wieder gestoppt. Aufnahme ist wieder gestoppt, so, ich habe es gerade wiederholt. Mülheim-Dürüm, Borberg. Aufnahme wieder gestoppt, das nervt immer. So, ach, das ist gleich weitergefahren, das ist gut, das macht automatisch. Brauche ich das nicht machen? Da, 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 da. So, der verlässt mich gleich hier. EDG, es könnte ja Richtung Mülheim sein. So, was ist der nächste Auftrag? 4:03 Uhr, warten wir noch ab. 4:02 Uhr. Da kommt er, Essen Hauptbahnhof 2 soll er anfahren. Boberg-Wattenscheid kommt er her. Wattenscheid war hier hinten irgendwie. Und er soll auf Gleis 2 einfahren. Das heißt, Gleis 2 ist hier unten. 02. Das muss das Gleis sein. Zug wird angekündigt. Wo ist er? Emry. Ist er das hier? Nee, der steht da, ne? Ach, da oben ist er. 4. Also 4 ist die Priorität. 10-100, das ist der Zug. Und den sollen wir jetzt auf Gleis 2 lenken. Wie weit hat das gestellt? Aber 501 auf 935, glaube ich. 501, 935. Fahrtrichtung bis hier mit Löschung. Ist gelöscht. Automatisch, indem man nur die Zahlen eingibt bis 935. Das heißt 935 auf 189. 935, 189. Fahrtrichtung ist diese mit Löschung. Das war falsch. 935, 102. Ja, hat er doch gespeichert gehabt, aber ist es gleich weggegangen. Und die Fahrstraße ist gleich eingestellt, kann er gleich so durchfahren, ohne Probleme. Jetzt haben wir 102 auf 002. 102, 002. Fahrtrichtung ist hier mit Löschung und eingestellt. Jetzt wird die Fahrstraße automatisch gestellt. Hier wirken auch die Weichen, die gestellt werden. Das sieht man auch im anderen nachher hier. Und ja, jetzt kann die 10-100 gemütlich durchfahren. Haben wir noch was Besonderes hier, fährt, das ist der ENW 004, das ist der andere. Das ist das nächste halt. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Bald müssen wir die nächste S-Bahn rausfahren. Da es ja noch früher Morgen ist. Die ersten Züge werden ja schon bereitgestellt in Essen. Die Triebfahrzeugführer TF sind auch schon auf dem Führerstand teils. Also, wenn man so einen großen Bahnhof, das war der Zugdrucker, der druckt ja immer hier die eine Liste an, kann ich doch mal zeigen. Zugfahrplan, Zugnummerndrucker, Aufnahme stoppt kurz. Oder auch nicht. Hier werden dann die ganzen Zugnummern gespeichert. Warum der jetzt nicht eingedruckt wurde, kann ich leider nicht sagen. Aber da kann man im Nachhinein nachschauen, wo der Zug gerade ist. So, der ist jetzt schon hier bei 102 vorbei. Jetzt wird er auf die 002 auf, wie angesprochen. Abfahrtzeit ist 4:07 Uhr, oder nächster Halt ist 4:07 Uhr Ankunft. Jetzt haben wir es 4:06 Uhr, also er ist noch pünktlich. Das ist jetzt die. Wer hat jetzt hier gebimmelt? Wer war das? Oder jetzt den Zug verlassen hier die Strecke? Kann auch sein. 460, der ist nicht angezeigt, also interessiert er mich nicht. Der ist wahrscheinlich der andere gebimmelt, dass er raus ist. Okay. Also, wie gesagt, wer auf so eine großen, komplexen Bahnhöfe fixiert ist, der kann das für 70 Euro kaufen. Auf der Seite, die ich vorhin gezeigt habe. Beim Originalhersteller.
man hat sehr viel Arbeit hier, vor allem in späteren Stunden, so in die Hauptverkehrszeit, so zwischen 6 und 9, denke ich mal. Jetzt ist ja noch ruhig, weil wir 4 Uhr haben. Da sind noch nicht so viele Züge unterwegs. Jetzt warten wir drauf, dass er gleich weiterfährt. Hier ist der Durchrutschweg. Sobald er angehalten ist, wird diese Strecke freigegeben und die Züge können über Gleis 3 darunter fahren. Ich habe jetzt schon 40 D-Mark eingenommen, weil ich das alles richtig gemacht habe bis jetzt. Zumindest das, was mir bekannt ist. Keine Abzüge, das ist das Wichtigste. Ja. Hier blinkt das noch. Durchrutschweg ist an. Wo soll er gleich hinfahren? Am Bahnsteig 4:09 Uhr. Abfahrt. Jetzt ist der Durchrutschweg weg. Jetzt könnte ich theoretisch von hier durchschalten zum nächsten. Aber das brauchen wir nicht. So, am Bahnsteig. Jetzt warten wir noch hier ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wo er hin will jetzt. 102 soll er fahren. Ist er gefahren, besser gesagt. Wo soll er wieder fahren? Ja, gute Frage. Regionalexpress, D-Zug. Stromabnehmer dran, also Oberleitung brauchen wir. Abfahrt in die Richtung, okay. Machen wir jetzt wieder hier rüber, es geht am schnellsten. 002 auf 032. Ich hoffe, das war richtig. Nein, was nicht. 002 auf 925. Hat er jetzt kapiert? Ja, es geht er hier rüber, damit er auf dem richtigen Gleis ist. Ist nämlich wieder einspurig fast. So, jetzt hat er freie Fahrt. 925 auf 925, das ist da oben. 925 auf 406 oder 407? Das ist jetzt die Frage. 406 oder 407? Ich würde sagen 406, ne? Wo soll er denn hinfahren? Das ist viel interessanter. Oh, da ist noch der Zug angegeben. Wenn nicht, Fahrplan einsehen, Aufnahme stoppt wieder kurz oder ist gestoppt. Essen Hauptbahnhof, Verspätung, keine. Emry, F. Höchstgeschwindigkeit 160 fährt er gerade hier. Betriebsstelle 2 ist er. Ja, ist er, der Fahrkartendruck hat er wieder, wollte ich gerade sagen. So, jetzt haben wir die S-Bahn noch hier, der wird Hauptbahnhof 12 anfahren. Über 267 ist er. 267 ist hier oben. Und er soll über 12 fahren. 267. Über 12. 12 ist da. Das heißt, wir fahren darüber. Und Gleis 12 soll auch anhalten. Okay, das haben wir schon mal erledigt. Hier ist schon der nächste Zug. Essen Hauptbahnhof 11. Jetzt geht es langsam los hier. Bei dem müssen wir mal weiterschalten hier. Dann schicken wir ihn hier rüber. Scheißegal. Jetzt haben wir hier die, welche habe ich jetzt gemacht? Die 12 habe ich gemacht. Jetzt kommt die 11, 268. Die können wir noch nicht nehmen, weil das Gleis noch gesperrt ist. Das heißt, wir müssen noch warten. Der fährt über die 11, das heißt hier ran. Der hält dann da an. Also die zweite S-Bahn, die bereitgestellt wird am Hauptbahnhof Essen. Jetzt wird es langsam hektisch, wie ihr seht. Es kommt schon der nächste Zug vor. Wir gucken mal auf die Dings nochmal an hier, ob der das versteht. Zeit.